Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. Ich habe schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Sorry dafür. Ich habe ein bisschen zu tun privat zurzeit, aber macht nichts. Jetzt bin ich mal wieder zugekommen, hier eine Aufnahmetaste zu drücken. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, aber so wie es ausschaut, haben wir anscheinend angefangen, hier diesen Pferdestall zu bauen. Ich muss mich erst ein bisschen orientieren wieder, sorry. Wir brauchen auf alle Fälle, ich möchte ja gerne das Dach rot machen. Das habe ich versprochen, dass ich das Dach von dem Pferdestall rot mache. Und deshalb, ich guck mal schnell, das ist alles Sand, sieht so aus, weil wir brauchen ja Ton, Massen an Ton. Ich weiß auch nicht, wie viel ich in meiner Bude drüben habe von dem Zeug. Ein bisschen was haben wir, glaube ich, irgendwo. Und ansonsten müssen wir das halt irgendwie besorgen. Da müssen wir es farmen gehen. Hilft ja nichts. Vielleicht muss ich das dann ja wieder offscreen machen. Keine Ahnung, ich werde mal gucken. Oh, wann haben wir das gemacht? Ach ja, ich glaube. Ja, ich erinnere mich wieder. Jetzt schauen wir mal hier schnell. Ton. Vier Ton. Ach, und ein Ziegel? Das ist ja krass. Keramik. Hellgrüne Keramik. Wie haben wir denn die gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Guck mal hier. Ziegeltreppe, Ziegel. Wir schnappen uns mal diese vier Ton auf alle Fälle. Und ich prügel die schon mal hier rein. Schön, wie das knistert. Wunderbar. Ist das auch das Richtige, was wir da machen? Ich weiß es nicht. Wir mussten doch Ton brennen, oder? Das war doch irgendwie so. Wir warten mal ganz kurz. Ich nehme es gleich mal raus. So. Rezept verfügbar. Wir haben also hier so Keramikzeug. Woanders. Ah, das war ja hier. Rezepte. Wir könnten auch Netherziegel nehmen. Die wären auch rot. Da täten wir uns leichter. Mit Sicherheit leichter. Ziegel. Keramik. Ich habe null Ahnung von irgendwas. Ich bin gerade etwas verwirrt, weil ich dachte immer, wir haben aus dem Ton.
Ziegelsteine. Wenn wir genügend Ziegel haben, machen wir Ziegelsteine. Klar. Aber wie kriegen wir denn die Ziegel? Ich dachte immer, ich muss die brennen. Ich werde mich drum kümmern. Wir brauchen auf alle Fälle, denke ich, mit Sicherheit so ein Tonzeug. Wir haben nicht genügend Schaufel. Ich mache mal eine Schaufel. Wir haben das, haben wir das, haben wir das, haben wir. Haben wir irgendwo noch eine Tür übrig? Jawohl. Hier, ich nehme die mal mit. Habe ich Hunger? Nicht wirklich, dann können wir die auch. Warum habe ich ein Bett dabei? Leute, ich weiß nichts mehr, was wir so gemacht haben. Ich pack das mal hierher. Apfel habe ich auch noch am Start. Ich glaube, wir haben Holz geschlagen. Das war, glaube ich, das, was wir. Gemacht haben. Auf, wir legen mal hier das rein. Dann haben wir einen Slot frei. Ist ja wurscht, was wir machen. Vielleicht brauchen wir auch noch mehr Holz. Ich habe keine Ahnung. Ist schon wieder eine ganze Weile her. Warum habe ich ein Glowstone am Mann? Ich weiß das auch nicht. Ich habe Knochen und Melee am Start. Das müssen wir halt irgendwann wiederholen. Wenn wir das jetzt ablegen, es hilft ja nichts. Ich packe das jetzt mal irgendwie weg und wir schauen mal, dass wir ein bisschen Ton farmen können. Und wenn die Folge hier vorbei ist, dann mache ich mich mal schlau, wie man das überhaupt macht. So, der Plan. Den Apfel kann ich essen dann. Die Schere packe ich mal hier rein. Das Bett nehme ich vorsichtshalber mal mit, wer weiß. Die Türe, die nehme ich auch mit, weil die können wir unter Wasser aufstellen. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Oh, da ist wieder dieses Höhlenpferd. Ziemlich blass um die Nase. Sand. Okay, das ist Ton. Ach so. Na, da geht's schon los. Da wird schon langsam dunkel. Wir buddeln hier mal den ganzen Ton weg und kümmern uns dann gleich ums Einsammeln. Wie gesagt, wir haben ja ein Bett am Start. Das heißt, wenn die Sonne untergeht, stellen wir das einfach auf. Hoi, was ist denn hier los? Wo geht denn das hin? Ist das irgendwo hier? Oh, unsere Bäume sind noch nicht gewachsen. Wachsen die wieder mal bloß, wenn wir irgendwo in der Nähe uns rumtreiben?
mal Sand. Wo ist unser Bett? Hier. Ich stelle das mal schnell auf. Ein weißes Bett. Schneeweiß. Ach ja, da schläft sich's gut. An apple all day keeps the doctor away. So, ein blödes Sprichwort, huh? Scheint so, als ob wir hier... Interessant hier eigentlich. Ich komme hier nie wieder hoch, oder? Wenn ich hier... Was sind wir denn hier? Einfach nur in so einer kleinen... unterirdischen Höhle. So, dann schwimmen wir hoch mit unserer Fackel in der Hand. Das ist quasi Spezialfackel. Wo haben wir denn noch Wasser? Ach, halt. Ich guck mal hier schnell runter. Nee. Wir gehen mal dahinter. Oh. Jetzt ist das arme Pferd gestorben. Jetzt wollte ich es gerade ausgraben. Heidanei. Komm mal her hier. Da könnt ihr auch mal raus wieder. Oder? Was ist los? Kann doch nicht sein, dass ihr jetzt hier... Leder. Jetzt sind wir unfreiwillig zu Leder gekommen. Naja. Es lebt weiter. In unserer Handtasche. Nee. Sorry. Aber... ich kann ja nichts dafür, dass das Pferd so lange auf und ab springt hier. So dumm. Bis es stirbt. Also, das habe ich ja nicht angeschafft. So, gucken wir mal hier. Aua! Das ist auch Sand, oder? Was ist das? Hm. Jedenfalls kein Ton. Sand, 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 alles Sand. Hier ist Ton. Den nehmen wir raus. Der kann nicht schaden. Das Eisen. Sand. Wir sind nicht wirklich schnell unterwegs hier im Wasser. Lauter Sand. Kein Ton.
Doch hier. Habt ihr auch gesehen, wofür wir die Tür brauchen? Die können wir unter Wasser nämlich aufstellen. Dann können wir atmen. Und wir können deutlich schneller den Ton abbauen. Weil wir ja quasi ein Verhalten an den Tag legen, wie im Trockenen. Es scheint, als ob ich hier vor vielen, vielen Folgen vielleicht schon mal Ton ausgegraben habe. Hier ein paar so Lücken sind. Für den Bau von dem, von unserer Räucherkammer vielleicht. Ich weiß es nicht. Könnte sein. Könnte sein. Vielleicht kommen wir eines Tages auch nochmal an einem unbekannten Gebiet vorbei. Und können dann Dinge farmen. Die wir momentan noch nicht bekommen. Weil ja nichts Neues gebietstechnisch hier auftaucht. Wenn wir hier schon waren. Also können wir nur hoffen, dass wir nicht allzu viel von dieser ganzen Gegend erkundet haben, denn alles, was sich schon mal aufgebaut hat, ist natürlich quasi mit unseren alten Materialien. Nur da. Wie weit geht's denn hier runter? Das war Sand. Hat zuerst auch kurz ausgesehen, als wäre das was anderes. Dem war aber nicht so. Hinten steht eine Kuh. Ziemlich dunkel hier. Ich muss aufpassen, dass ich nicht die Orientierung verliere. Nicht, dass ich nicht mehr heimfinde. Mehrere Kühe. Brauchen wir Leder? Nicht, dass ich wüsste. Tief im dunklen Wald hier. Clay muss her. So sieht's aus. Ich werde mal kurz hier. Hier. Ja, raus hier. Ich denke, ich mache hier an der Stelle mal Pause, weil es gerade so schön ruhig ist hier mitten im Wasser. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Und ich weiß gar nicht mehr, aus welcher Richtung ich gekommen bin, aber ich nehme an, hier die Richtung. Jedenfalls bis dahin wünsche ich euch alles Gute
eine schöne Zeit und schaut wieder rein, so ab und zu. Bis dahin, ciao, euer Eddie.